Wie hier an. Ah, nice. Und hier hinter kriegen wir sogar die andere Busstation hin. Und dann haben wir das auch erstmal. Dann können wir hier nochmal. Schöne Schilder immer. Mist, hinten können wir es nicht mehr ausbauen. Naja. Wir sollten reichen. So. Und die Bushaltestellen müssen wir gleich auch nochmal verteilen. So. Und so. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier... Beim Flughafen machen wir einen hin. Ja, an die Hauptstraße brauchen wir eigentlich nicht. Da sind ja die die Straßenbahnen. Aber hier, da und hier eben in die Mitten. In die Mitten. Jetzt die Mehrzahl von Mitte. Mitte. Voll in die Mitten. Das sind die Mitten. Die Mitten haben sehr große Freude. Große Zentren. Das macht es nicht, nicht besser. So, jetzt habe ich mein Wort geschatzt. Dein Wort genatzt? Genatzt, ja. Zack, zack, zack. Unsere Stadt ist langsam voll. Ne, wir haben ja drüben noch ordentlich Platz. Wo drüben? Welches drüben? Na, hier drüben zum Beispiel. Da haben wir noch ordentlich. Mal gucken. Hier nochmal und... hier an die Bushaltestelle, an einige Straßenbahnhaltestellen, damit die halt auch umsteigen können. Nicht. Oh, Bürgermeistervilla können wir jetzt bauen. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo wir die hinbauen. Hier vielleicht? Ich dachte, obwohl, wir müssen ja, aber theoretisch müssten wir hier sein. Nee, nee, hier ist ja... Weil so ein Scheiß von den sinnlosen Häusern, da hab die Kirche ganz weg. Die Kirchen müssen da sein. Nein, die katholische kann... Oh, wir haben Probleme mit dem Strom. Das heißt... verbesserte Cola. Und dann können wir die hier nämlich gleich abreißen, weil die ist nämlich... umweltunfreundlich. Genau. This is not good for our environment. Und Wasser kriegen wir nicht mehr genug aus... Blaffland. Aus Blaffland, genau. Da müssen wir dann nachher nochmal rüber gehen und gucken. Aber jetzt kommt erstmal hier unsere schöne Villa hin. Ja, an die Hauptstraße. Obwohl, nee, wir wollten sie hier drüben. Hier so. Aber nicht auf die großen Häuser. Aber ist mittig. Gegenüber da ist schon... Dann irgendwas anderes, aber nicht da. Dann daneben auf dem Feld. Hier? Das andere daneben. Ja. Ja. Zack. Jetzt verbreitet sich das wieder im Kreis. Was haben wir hier? Ein Rad. Die Grasse, Arkologie. Ach. Nein, das machen wir nicht. Arkologie ist nämlich nicht das Tollste. Mit Spiel mit dem Feuer, dadurch kriegen wir ordentlich Geld. Und... ja, jetzt packen wir Häuser ab, ja. Jupp, deswegen machen wir da auch gleich einen Feuerwehrwagen mehr hin. Aber ist hier. Das sind wir. Sie möchten eine allgemeine Hochschule erweitern. Sehen Sie sich an, was alles möglich ist. Wir sollten sie auch erweitern. Obwohl... eigentlich wird's knapp.
kann ja mal hier drüben gucken, bei unserer Grundschule. Ja. Da geht noch. Da geht eine, noch. Eine Erweiterung geht noch. Was ist denn das da, so ein Baugerüst? Das hier? Das wird noch gebaut. Genau, und das ist 0%. Mittelschicht sogar. Direkt neben. Da lebt die Mittelschicht. Genau. Oh, guck das an. Sonst als neben dem Erzbergwerk. Ich hab gelernt. Seit letztem Mal. Mhm. Aber was ist jetzt zu viele Keime? Ja, Entschuldigung. Kein Problem. Gesundheit, da können wir uns so ein großes Krankenhaus leisten. Oh, das ist very big. Und da können wir nämlich... Da müssen wir jetzt ewige Stunden warten bei unserem derzeitigen Einkommen. Ach, das geht schnell. Ja, dann sparen wir jetzt auf ein Krankenhaus. Genau. Und hier kriegen wir ein Upgrade hin. Das, was wir auch letztes Mal bei dem, bei der anderen Stadt hier bekommen haben. Ja, das war letzte Aufnahme sogar, wo wir da kurz waren. Dann haben wir die hier. Nimm! Dann hat er genommen. Und als erstes wieder ein Adler oben drauf. Das Merkmal unserer Region, kein Island, der Adler. Nicht irgendwie. Genau. Nicht irgendwie was anderes. Erstmal gucken, wie ist die Zufriedenheit? 80%, damit könnten wir ordentlich viel. Stellen Sie eine Rohölzentrale auf. Stellen Sie eine Schmelzhütte auf. Sorgen Sie dafür, dass es weniger als 5 Brände gibt. Gibt es einen Brand? Das können wir nochmal hier. Oh ja, sie könnten. Machen wir aber nicht. Das ist ja schlimmer als ein Shoppingkanal. Und wir kriegen. Sofort. 50.000 haben wir dazu bekommen. Dann können wir jetzt unser Hightech-Krankenhaus leisten. Genau. Würde ich sagen, stellen wir hier so hin. Ja, so wie unsere Messe. Genau. Ich meine, das ist eigentlich auch mal gut, ne? Nö, nur mit einem Schild. Aber wenn wir hier für Gesundheit so ein schickes Krankenhaus hinstellen. Zack. Dann können wir nämlich. Der Minus sein. Minus sein, das auch. Aber wir können ein anderes wieder abreißen. Jetzt mache ich einfach schnell hier so einen Brunnen hin. So. Ich würde sagen, mach mal das hier weg. Müssen wir mal gucken. Haben wir schon weniger. Zack. Und hier noch. Boah, plus 2 die Stunde, jetzt sind wir Millionäre. Jetzt sind wir hier minus 200. Gucken wir mal schnell, was Meisterhändler. Was müssen wir. Ach! Wir haben schon erfüllt und was kriegen wir dadurch? Nichts. Ja, ein bisschen. Wir müssen was gegen unsere Schulden tun. Ja. Das müssen wir wohl. Das kleine Krankenhaus hier drüben. Da könnten wir. Nee, den Krankenwagen selbst, den Patientenflügel, den schalten wir ab und dann machen wir Plus. Beziehungsweise wir machen hier drüben wieder ein wenig Wohngebiete, so dass neue Steuerzahler zu uns ziehen, die uns Geld einbringen. Wir sind aus irgendwelchen Gründen schon wieder bei 500 Miese gewesen, jetzt bei 163. Und wir haben aber trotzdem wieder, ja mal guck mal, vorhin hatten wir 50.000, jetzt haben wir 60.000, also sind wir im Plus, das springt ganz schön. Wir waren vorhin schon mal bei 10.000 pro Stunde im Plus. Ja. Wegen den hohen Steuern.
Oh, guck mal, die freuen sich immer. Kommt vielleicht bald wieder zu den 50.000. Ja, können sie. Es ist Bergen. Jetzt können wir hier gucken. Wenn wir hier nämlich was dazu bauen, dann kriegen wir gleich zwei Krankenwagen. Krankenwagen. Schilder sind immer nötig. Notfallzentrale. Wenn du alle Schilder wegfahren würdest, hätten wir wahrscheinlich 1.000 pro Stunde mehr. Was steht hier? Zeit bis zum Ableben. Zweimal vorherige Zeit bis zum Ableben. Also damit dann haben wir dann auf jeden Fall schnelleren Zugriff da. Und sind wieder Minus. Ja, stimmt. Deswegen müssen wir erstmal warten. Aber jetzt geht's erstmal rüber in unsere andere Stadt, denn wir brauchen oder Wasser. Wenn Wasser. Wir die Städte kurz verlassen, könnten wir eine kurze Pause einlegen. Ich mach noch hier schnell Wassererweiterung und dann machen wir wieder eine kurze Aufnahmepause. Und melden uns dann wieder zurück. Genau. So, jetzt gucken wir mal. Es gibt keine Trümmer und keine verlassenen Gebäude. So muss das. Und wir hatten ja überlegt, dass wir dann bauen wir hier auch die Prozessorfabrik ab, das Recyclingzentrum und dann brauchen wir das Handelsdepot auch noch nicht mehr. Und die Müllhalde können wir dann auch abreißen. Und haben neuen Platz für neue reiche Bewohner, die hier arbeiten, wohnen können. Genau, und dann reißen wir das einfach ab. Reißen wir einfach ab. Die Kappe ist. Tod. Und wir brauchen hier auch auf jeden Fall Wohngebiet. Da war ein Flugzeug. Und hier können wir es ja. Ja, zack, ziehen wir durch. Was zu bestehender Kreuzung? Mist. Das wollte ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine sinnlose Straße gebaut. Sie erhalten nichts. Was ist denn das hier für ein Dreck? Wie entsteht denn sowas? Also jetzt könntest du so eine Straße rum zu der anderen Kreuzung da hinten bauen. Weißt du? Da. Ich möchte hier so. Aber dann baue ich hier so rum. Nee, das muss nicht sein, nicht unbedingt. So, und dann ziehen wir das noch rum. Und dann hier auf der anderen Seite noch. Da ist die Klärgrube. Nee, das ist hier die Pumpstation. Und da sind wir auch schon. Was? 106 im Überfluss, die anderen meckern da rum. Aber hier bauen wir nochmal. Zu wenig Simoleons, stimmt. Sieht das hier alles schon ganz gut aus. Hier kriegen wir auch ordentlich 33.000 Geld hinzu. Hier haben wir auch ordentliche Einnahmen. Ja. Ach, wir müssen erstmal ein bisschen schneller machen. Ansonsten würde ich nämlich sagen, das wäre hier jetzt erstmal unsere Tourismusstadt. Weil wir haben jetzt ja hier ordentlich Tourismus aufgebaut und sowas. Ja, dachte ich mir eh, das ist unsere Touri. Genau, und in unserer nächsten Stadt, also in einer dritten dann, da machen wir dann die Bildungszentrale, würde ich sagen. Ja. Haben wir noch irgendwas? Ach so, falls wir Probleme mit dem Strom bekommen, können wir ja. Ach, wir kaufen schon Strom. Und verkaufen Abwasser und Wasser an
Also erst packen wir uns da so eine eigentlich könnten wir, das können wir dann von der Stadt, die wir ganz hinten haben beispielsweise, ja, ein Atomkraftwerk bauen und dann hier den Strom davon nutzen. Und dann können wir dieses Solarkraftwerk entfernen und dort auch noch. Ja, stimmt. Das weil das verbraucht extrem viel Platz, weil dann bauen wir in der anderen Stadt irgendwie ein Atomkraftwerk hin oder so und können damit alle Städte wahrscheinlich versorgen mit dem einen Werk. Ja. Das ist noch besser. Das kommt uns platztechnisch auf jeden Fall gelegener. Mach mal hier nochmal. Wieso kann ich da nichts hinbauen? I don't know. Ja, dann baue ich halt hier auf die andere Seite. Jetzt hat er es doch gerade gemacht. Aber da nicht. Oder? Müssen wir nochmal gucken. Hier bauen wir nochmal hin. Ja, jetzt. Keine Ahnung, wieso davor nicht. Es ist und bleibt ein Geheimnis. So. Dann haben wir hier wieder ordentlich. Wir haben hier auch ganz schön viel Gewerbe. Haben wir hier auch nochmal Gewerbe. So. Theoretisch bräuchten wir dann nämlich hier auch gar keine Industrie mehr, wenn das alles aus der anderen Stadt kommt. Wir lassen es erstmal so ein bisschen. Und wir können ja hier was verändern. Aber der Balkon geht nicht ran. Wieso geht der nicht ran? Das ist doch doof. Dann machen wir ein Gästehaus. Wo machen wir denn das Gästehaus hin? Ja, McDrive. Hier so gegenüber, war? Ja, McDrive. Ein weiterer McDrive. Ein Double McDrive. Hier hinten, da kommt noch richtig Swimmingpool, Aussichtsturm, Tennisplatz, Treibhaus und Helikopter. Simcopter, Partyflügel. Das wird noch alles. Deswegen der Grund zu niedrige was? Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Warte mal. Grundstückspreise, habe ich irgendwas gesehen. Zu niedrige Grundstückspreise? Kann das sein? Machst du teurer? Nee, weil hier können die nicht zu niedrig sein. Hier ist schon alles blau eingefärbt. Das Industriegebiet ist hier blau. So, stellen Sie eine große Feuerwehrwache auf. Nee. Naja, dann machen wir erstmal die kleine Pause. Und melden uns danach bestimmt wieder zurück. Gucken wir erstmal hier von der anderen Seite auf unsere beiden Städte. Trotzdem sieht die eine viel größer aus, obwohl halt bloß ein paar Menschen mehr leben. Ja, wa? Da leben aber ein paar Menschen mehr bloß. Ja. Obwohl unsere Region jetzt über 100.000 Einwohner hat. Es wird wachsen. Wir schaffen auf die. Also bis dahin. Tschö, tschö. Tschö, tschö.